Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Epheser 3, Tag 12. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Lass uns ein wenig mehr über diesen schönen Gedanken sprechen. Der Apostel Paulus hatte dieses unglaubliche Bewusstsein für seine Vergangenheit und für die wirklich schreckliche Schande, durch die er gegangen ist. Deshalb war die Gnade Gottes auch so stark in seinem Leben. Ich möchte, dass du folgenden Gedanken in deinem Herzen ergreifst. Die Macht der Erlösung besteht darin, die schrecklichste und beschämendste Vergangenheit zu erlösen. Ich habe so viele Christen getroffen, die jahrzehntelang mit beschämenden Dingen aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen haben. Du musst verstehen, dass es nicht wirklich wichtig ist, wie deine Vergangenheit aussieht. Die Gnade ist auch für die Schlimmsten der Schlimmsten der Schlimmsten da. Paulus hat Christen ermordet. Wenn du das begreifst, hat die Schande der Vergangenheit plötzlich keine Macht mehr über dich. Als die Kraft Gottes über Paulus kam, ihn vom Pferd warf und er sich bekehrte, war das der Zeitpunkt, an dem sich diese Gnade für ihn offenbarte. Schau, was er im nächsten Satz sagt. Die Gnade allein befähigt mich, diese wunderbare Botschaft kühn den nicht-jüdischen Menschen zu verkünden. Paulus sagt nicht, auch die Gnade befähigt mich. Paulus sagt, die Gnade allein befähigt mich, so dass ich mutig predigen kann. So viele Christen fragen mich, wie sie lernen können, das Evangelium weiterzugeben. Sie versuchen, eine Methode, eine Strategie und eine Technik zu finden. Aber sie verstehen nicht, dass es die Gnade ist. Wenn du lernst, dich ganz auf Gottes Fähigkeit zu verlassen, kannst du das Evangelium mit jedem und überall teilen. Ich finde es wunderbar, dass wir Menschen schulen. Ich finde es wirklich gut. Den Nachteil, den ich jedoch in so vielen Bibelschulen gesehen habe, ist, dass die Leute dort nur lernen, wie sie Dinge gut machen können. Und ich denke, Christen sollen die Dinge mit Exzellenz tun, aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Das Christentum ist kein Business. Das Evangelium zu predigen ist kein Geschäft. Weißt du, wer in dieser Hinsicht ein großartiges Vorbild war? Der große Evangelist Billy Graham. Ich erinnere mich an eine seiner Predigten, die er vor Jahren in einem Stadion hielt, vor etwa 15 oder 20 Jahren. Ich hörte mir die Botschaft an und dachte buchstäblich, das ist nicht einmal eine großartige Botschaft. Ich habe Dutzende, nein, Hunderte von Predigten gehört, die viel besser waren. Obwohl es keine großartige Botschaft war, sagte ich zu Debbie, als er den Aufruf zur Errettung machte, wenn ich kein Christ wäre, würde ich jetzt nach vorne rennen, weil ich gerettet werden möchte. Mein Bibelschulleiter lernte Billy Graham persönlich kennen und reiste einige Male mit ihm. Er erzählte mir, dass Billy Graham ein Mann war, der sich überhaupt nicht auf seine Fähigkeit zu predigen verließ. Er verließ sich so sehr auf die Gnade Gottes. Auch der Apostel Paulus verstand das. Er sagt, die Gnade allein befähigt mich, das Evangelium kühn zu verkündigen. Mein lieber Freund, der du mir hier zuhörst, was brauchst du, um das Evangelium mutig zu verkündigen? Verlass dich demütig im Glauben auf Gottes Fähigkeit. Versuch nicht, die beste Technik und die besten Worte zu finden, um das Evangelium zu verkünden. Wenn ich das Evangelium verkünde,
verlasse ich mich oft so sehr auf Gott, dass ich denke, wie kann jemand mit diesen Worten gerettet werden? Oft denke ich nur, was ist hier los? Aber dann sehe ich, wie diese göttliche Fähigkeit, diese Gnade das Leben der Menschen berührt. Es ist interessant, dass Paulus sagt, allein die Gnade befähigt mich, diese wunderbare Botschaft mutig zu verkünden. Als ich jung war und anfing zu predigen, übte ich mit einem Besenstiel vor dem Spiegel. Der Besenstiel, den ich in der Hand hielt, war mein Mikrofon. Bis ich erkannte, warum sollte ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen, um zu lernen, wie man spricht. Also hörte ich mit all dem auf und begann, mich auf seine Fähigkeit zu verlassen. Mach das Gleiche und du wirst das Evangelium mit Kühnheit und Kraft weitergeben. Bis morgen!